ho, YouTube und Dash, willkommen zu einem Video von mir, was längst überfällig gewesen ist, und zwar zur Klonsaga. Ich habe zwar die ersten paar Bände schon mal einmal in Lesestapel-Videos vorgestellt, aber dann noch nicht allfassend ein Video zu gemacht. Ich werde euch jetzt allerdings nicht die komplette Story in dieses Video reinpressen, weil das würde ich erstmal gar nicht auf die Reihe kriegen, weil es waren dann, abgesehen von ersten, da war ein bisschen dünner, aber die nächsten sechs waren dann so dick, die Bände. Auf jeden Fall sind es insgesamt 7 Stück. Ich habe jetzt endlich mal den 7. Band gelesen, der jetzt tatsächlich ein halbes Jahr bei mir auf dem Lesestapel lag, weil ich irgendwie nicht so die Lust drauf hatte. Was allerdings nicht daran liegt, dass er schlecht war. Die Klonsaga fängt sehr gut an mit dem ersten Band. Es fängt direkt damit an, dass einer der Klone aus so einem Klonfass aussteigt. Und dann sieht man den Schakal, dass der damit irgendwie was zu tun hat. Und dann ist auch direkt ein Szenenwechsel zu Peter Parker, der aus dem Albtraum wach wird. Und kurz darauf taucht Ben Reilly auf, der als Scarlet Spider unterwegs ist. Hier sieht man auch zur Hälfte das Kostüm von Scarlet Spider und hier hinten auch, wie die beiden am Streiten sind. Und stellt sich heraus, dass der ein Klon ist. Dann gibt es noch einen weiteren Klon, Kane, und noch ganz viele andere Klone. Also es gibt massenweise Klone in der Klonsaga, deswegen auch der Name Klonsaga. Ich werde es ein bisschen spoilern, ich versuche es aber im Ganzen zu halten. In Band 2 oder 3 kommt dann heraus, dass der Ben Reilly Scarlet Spider der echte Peter Parker ist und dass der Peter Parker sich die ganze Zeit nur für den echten gehalten hat und dass dann quasi Ben Reilly die letzten paar Jahre in Abseits gelegt hat und unterwegs war und alles versucht hat, außer Peter Parker zu sein, doch der echte ist. Was ich sehr cool fand, diesen Story-Twist, ich wusste es zwar schon vorher, weil ich habe von der Klonsaga damals ein bisschen was gelesen, zwar nicht komplett, aber so viel wusste ich. Aber ich fand den Twist richtig cool eigentlich. Macht auch Spaß. Und dann sieht man halt, wie Spider-Man bzw. Peter Parker so im Laufe der Bände immer weiter zurücktritt von der Spider-Man-Rolle, bis er dann, ich glaube, im 5. oder 6. Band sein Kostüm komplett in den Nagel hängt, weil Mary Jane auch schwanger ist von ihm und der das eh so ein bisschen Familienleben machen möchte. Das ist so ganz grob zusammengefasst, was die ganzen Bände betrifft. Dieser Wissenschaftler, der das herausgefunden hat, dass der Ben Reilly der echte Spider-Man ist und der Peter Parker der Klon, stellt später heraus, dass der für die böse Seite arbeitet, also dass er mit irgendwelchen Verbrechern zusammenarbeitet. Ich kriege die ganzen Namen gar nicht mehr auf die Kette. Und da setzt dann auch so der 7. Band an. Ich habe jetzt einen großen Storysprung gemacht und den habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen. Und der hat seine guten Seiten, aber auch seine schlechten Seiten. Kommen wir erstmal auf die guten Seiten zu sprechen. Ich finde, Ben Reilly ist eine Figur, die sehr sympathisch ist, die zwar quasi Peter Parker ist, aber trotz dessen ist es schön, wie Ben Reilly sich so sein Leben als dann doch echter Mensch und nicht Klon zurückerarbeitet und als Kellner anfängt, so seine eigene kleine Familie um sich herum aufbaut mit Freunden und Kolleginnen und der Chefin und allem drum und dran. Und dass er so langsam sein Leben auf die Kette bekommt. Parallel sieht man dann Peter Parker, der keine Superkräfte mehr hat, weil er die verloren hat. In Band 6 muss es gewesen sein. Und sein Familienleben halt anfangen. Mary Jane spielt kurz vor der Geburt. Und dann tauchen halt die ersten Widersacher wieder auf. Dann Ben Reilly kriegt halt Probleme mit seiner Freundin, weil die wiederum ist die Tochter von dem Mann, der damals den Ben, den Onkel von Peter Parker, umgebracht hat. Und all sowas. Sehr guter Band. Ich finde, der führt die Geschichte auch gut zu Ende, die mit dem ersten Band echt gut gestartet hat. Ich glaube, so der Durchhänger, wo die Story echt langweilig war, da war so eine komische Internetgeschichte am Laufen. Das war so um den Band 4 oder 5, also da hat es auch echt keinen Spaß gemacht. Den muss ich auch mehrere Male auf Seite legen, um dann wirklich weiterlesen zu können. Was auch noch zu sagen ist zur Klonsaga, ich finde, die ist echt zu lang erzählt, die Story. 7 solcher dicken Paperbacks ist definitiv zu viel für eine Storyline. Vor allem, weil sie halt auch viele Längen hat. Ich meine, klar, man hat lange Zeit gedacht, also jetzt krasser Spoiler für die Klonsaga. Man wird halt eben so circa 5 Bände im Glauben gelassen, dass Ben Reilly der echte Spider-Man ist. Dann im 7. Band findet man dann heraus, dass Ben Reilly doch der Klon ist und dass Peter Parker die ganze Zeit der echte Spider-Man ist. Was ich persönlich sehr schade fand, die Entscheidung. Da war Marvel schon so mutig in den 90ern zu sagen, dass Peter Parker die ganze Zeit der Klon war und der Klon der echte. Um es dann am Finale der Story dann doch wieder zu ändern und dann doch den Schwanz einzuziehen, was diese Entscheidung angeht. Und noch mehr Spoiler, er stirbt dann auch noch final in diesem Band und zerfällt zu Staub, weil ja die ganzen Klone diesen Gendefekt haben, dass die irgendwann zu Staub zerfallen. 2 Entscheidungen, die ich sehr schade fand. Erstmal fand ich es schade, ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn ein Charakter aufgebaut wird, um wieder sterben zu lassen. Bloß im Ben Reilly-Fall fand ich das dann doch ein bisschen Effekthascherei, dass er dann doch final sterben muss, um das Ganze ein bisschen dramatischer zu machen. Genauso schade fand ich es, dass Marvel dann doch den Schwanz eingezogen hat, um zu sagen, dass Peter Parker doch der echte ist,
weil die Entscheidung fand ich cool. Das hätte auch der Figur Peter Parker auch über die Jahre hinweg einen weiteren Twist gegeben oder ein bisschen mehr Charaktertiefe, wenn er immer wieder an diese Klonzeit zurückdenkt und auch, dass Peter Parker wieder auftaucht zwischendurch. Vielleicht auch wieder mit Superkräften, der gibt es eine Zeit lang zwei. Also hätte ich persönlich cooler gefunden. Was auch noch schade ist, die Tochter von Peter Parker wird hier weggenommen von ihm. Das ist aber nur relativ schade, weil die wird dann neue Story auch gebaut, allerdings in einem extra Marvel-Universum, was damals geschaffen wurde, wo das auch, was auch richtig gut sein soll. Einem gebe ich den der Klon-Saga so, ja doch, 4 von 5 Punkten, allerdings ist das bei mir auch mehr so die nostalgische Sicht, weil es ist halt eine 90er-Story, in den 90ern habe ich aktiv angefangen, Comics zu lesen. Und das ist für mich halt so ein kleiner Backflash in die Zeit in den 90ern und so weiter. Also es sind auch 4 von 5 90er-Punkten. Man kann das jetzt nicht mit einer Story von Spider-Man von heute vergleichen. Trotzdessen ist es eine Story, die trotz, dass er jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, über die immer noch geredet wird, wenn es um Spider-Man geht. Und es ist eigentlich so die Spider-Man-Story. Ich meine, wenn man schon dann 7 Paperbacks so dick bekommt, das ist noch nicht fast die komplette Story. Die haben ein paar Hefte, hat Panini weggelassen, aber die sind noch nicht weiter relevant. Und das kann man dem verzeihen, weil wenn man sich mal Band 4 oder 5 anguckt, die waren extrem langweilig. Und das hätten sie meiner Meinung nach auch schon weglassen können. Auf jeden Fall final 4 von 5 Punkten. Trotzdessen nur zu empfehlen, wenn man was mit den, 90, mit den Zeichnungen der 90er anfangen kann. Ich zeige euch hier nochmal ein paar Panels. Wobei die kosten ja 30 Euro die Bände, der erste hat aber so einen Einsteigerpreis, der ist auch etwas dicker, der hat auch nur 230 Seiten, die anderen haben so um die 320 Seiten oder hier 300 Seiten. Der kostet nur 20 der erste Band und ist vielleicht mal um kurz da reinzuschnuppern, was besser, um zu gucken, ob die weiteren Bände was für einen sind. Abgesehen davon gibt es auch noch, das ist bei 100% Marvel erschienen, die wahre Klon-Saga. Hat den Vorteil, dass sie dünner ist wie der erste Band der normalen Klon-Saga. Und dass hier Tom DeFalco, hieß er glaube ich, der gute Mann, und Maki, der war hier glaube ich der Zeichner oder Co-Autor, die Geschichte so erzählen, wie sie hätten gerne in den 90ern erzählt, was aber aus verlagtechnischen Gründen nicht ging, weil man die Story natürlich, man musste die Kuh melken und alles. Und das musste ja über verschiedene Heftserien laufen. Aber hier haben sie es schön kompakt in 6 US-Heften anders erzählt, so wie sie es hätten lieber erzählen können, auch mit einem komplett anderen Ende, was für sich steht. Sehr gutes, das war das erste, also sehr gute Ergänzung, finde ich. Macht sehr viel Spaß zu lesen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung vom Bewerten, kriegt von mir auch 4 von 5 Punkten. Und ist gerade für Leute zu empfehlen, die jetzt gerade die Klonsache abgeschlossen haben und dann vielleicht nochmal kurz einen Blick in die kompaktere Story reinzuwerfen. Das ist als Vergleich auf jeden Fall eine schöne Sache. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben, ob sich die Klonsaga lohnt oder nicht. Mich würde auch eure Meinung interessieren über die Klonsaga und was ihr davon halten würdet, wenn Marvel das ganze Ding mal verfilmen würde. Das könnte ich mir gut vorstellen, wenn sie das auf 3 Filme verteilen. Die Klonsaga würde ich absolut feiern, wenn es gut umgesetzt werden würde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!